Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Und heute geht es um das Sternzeichen Krebs mit seinen Aszendenten Widder, Stier, Zwilling. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Fangen wir an mit dem Krebs-Aszendent Widder. Das ist ein sehr heimatsliebender Mensch, aber er will seine Eigenarten durchsetzen. Das heißt, der eckt auch sehr gerne an in der Familie. Ärger, Streit, ist aber dann auch der Schlichter. Er gibt nicht nach, er überzeugt nur alle, dass seine Meinung die beste ist. Kann ein bisschen anstrengend sein, aber wenn man weiß, warum er das alles tut, nämlich um die Familie nach vorne zu bringen, um das Zuhause zu schützen. Er ist halt der Meinung, sein Weg ist der einzig wahre. Krebs mit dem Aszendenten Stier. Das ist der Finanzberater, das ist der Banker, das ist der Immobilienmakler, das ist der Finanzierer von Immobilien oder der Berater, was Finanzen angeht, in der Familie. Das sind Menschen, die wirklich gut mit Geld umgehen können und einen Plan davon haben, was ist da, was geht noch raus. Also das sind wirklich die Finanzbeamten der Familie. Ja, auch ein Steuerberater oder wirklich beim Finanzamt ein Berater. Das sind Menschen, die mit Geld gut umgehen können und aber auch schauen können, wo es reinkommt, wo geht's raus, was muss man noch machen, was tun. Es sind Menschen, die eher an die konservative Heilung glauben, als an die alternative Heilmethoden. Es sind leider auch Menschen, die gerne genießen. Das heißt, so sehr achten die nicht auf ihre Ernährung oder Sport. Das ist nicht so unbedingt ihrs. Krebs mit Aszendent Zwilling. Der Krebs ja der Familienmensch, das Haus schützen und der Zwilling die Kommunikation. Das heißt, das ist ein sehr guter Kommunikationsleiter in der Familie, aber auch im Büro, in der Arbeit. Die Kommunikation, der Mediator, der Streitschlichter, aber auch realistische Gespräche. Er ist selten parteiisch bei solchen Gesprächen, sondern eher schauen, dass jeder einen Mittelweg findet. Der weiß, dass Kompromisse überall gemacht werden sollten und nicht nur eine Seite profitiert, denn die andere wird dann unglücklich werden. Und das ist bei dem Krebs-Aszendent-Zwilling sehr leicht zu erreichen, wenn man den hat als Mediator. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis bald.